Hi und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Stefan und ich freue mich, dass du wieder mit am Start bist. Und heute gibt es endlich mal wieder eine neue Ausgabe der 5 Minuten RAW Challenge. Ihr habt nämlich die Möglichkeit, mir eure RAW-Dateien zuzuschicken und ich habe dann 5 Minuten Zeit, diese in Lightroom, und zwar nur in Lightroom, zu bearbeiten. Ist eine kleine Challenge, soll Spaß machen und vielleicht, und ich hoffe natürlich auch, dass euch die Bearbeitung am Ende gefallen. Wenn ihr selber mal Bock habt, da mitzumachen, dann schaut einfach mal unten in der Videobeschreibung rein. Dort steht drin, wie ihr mir eure Bilder zukommen lassen könnt. Und jetzt wünsche ich dir dabei ganz viel Spaß. Lightroom ist wieder geöffnet und ich habe wieder ein paar Bilder von euch offen. Danke für die Zusendung. Danke, dass ihr so fleißig mit dabei seid und eure RAW-Dateien hier an mich zuschickt. Dadurch kann ich diese Serie natürlich aufrechterhalten. Und ich habe hier ein Bild, unglaublich schön, schöne Polarlichter. Und ich bin mal sehr gespannt, was ich da rausholen kann. Ich glaube, da müssen wir gar nicht so viel machen. Aber so ein paar kleine Tweaks noch in der RAW-Datei, um das Ganze noch ein bisschen besser darzustellen. Ich packe jetzt mal 5 Minuten auf die Uhr und sage, los geht's. Und das Erste, was ich hier, glaube ich, machen würde, ist mit dem Weißabgleich mal ein bisschen rumspielen. Ich sehe jetzt hier, der Weißabgleich steht bei 5500. Ich glaube, wenn ich den jetzt um einiges kühler mache, ne, dann bekommt man hier erstens mal so ein bisschen bläulicheren Himmel hin. Was ich persönlich, dieses Blau und das Grün, das finde ich sehr, sehr schön in Kombination. Und ja, hat ein bisschen mehr was Nächtliches noch, ne? Wie gesagt, ist alles persönlicher Geschmack, aber ich glaube, ich stelle mal den Weißabgleich hier auf 3200 ungefähr. Und damit, glaube ich, sieht es für mich zumindest ein bisschen besser aus. Die Tonung, wenn ich die jetzt hier weiter Richtung Grün ziehe, ne, dann kann ich sehr einfach und sehr stark hier das Grün auch von den Polarlichtern verstärken. Muss man immer so ein bisschen abwägen, wie doll man das macht. Wenn ich das jetzt hier weiter Richtung Magenta ziehe, dann siehst du, ne, dann wird hier so ein bisschen Sättigung von den Grünen rausgenommen. Das Grün an sich könnte ich jetzt auch nochmal in der HSL-Tabelle dann sättigen. Das heißt, ich gucke jetzt hier auch erstmal so ein bisschen auf den Himmel. Das gefällt mir so erstmal weit ganz gut. Okay, dann werde ich als Nächstes die Lichter mal ein kleines bisschen runterdrehen, damit ich jetzt hier diese Stellen, die so ein ganz kleines bisschen am Rande dessen sind, dass sie ausbrennen, ja, so ein ganz kleines bisschen drehe ich hier runter, so auf minus 20 ungefähr. Und die Tiefen, ja, ne, also wenn ich die jetzt zu doll aufdrehe, das wäre auch too much, aber so auf plus 50 bis plus 60 ungefähr, damit man hier so ein bisschen Zeichnung noch unten drin hat, damit man so leicht erkennen kann, wo man hier gerade ist. Okay, das gefällt mir schon mal ganz gut. So, Kontrast packe ich erstmal nicht rein. Das gefällt mir vom Kontrast ja eigentlich schon soweit ganz gut. Vielleicht ein ganz kleines bisschen Belichtung nach oben ziehen, auf plus 0,2. Ja. Und ich glaube tatsächlich, ich finde es ein bisschen schade, dass hier die Spiegelung nicht komplett drauf ist. Ich weiß nicht, vielleicht war es anders gar nicht möglich, es zu fotografieren. Aber natürlich, wenn die Spiegelung hier von dem Polarlicht komplett drauf wäre, wäre das natürlich ein optimaler Shot gewesen. So ist es so leicht angeschnitten, ist ein bisschen schade. Ich glaube aber, dass hier auf der linken Seite nicht gar nicht so viel Interessantes zu sehen ist. Und der Himmel hier oben, klar, das ist ein super Sternhimmel, aber ja. Also ich glaube, dass wir tatsächlich in dem Bildausschnitt noch ein bisschen was wegnehmen können. Von daher werde ich jetzt hier mal mit gedrückter Shift-Taste, dass wir hier bei dem 3:2 Format bleiben, das Ganze hier so ein bisschen runterdrehen. So ungefähr. Dann haben wir hier nämlich diesen Kreis quasi, den die Polarlichter hier gezogen haben, schön auf der 1/3-Linie. Ich denke mal, das sieht soweit schon ganz gut aus. Ja, und jetzt haben wir so ein bisschen dieses Hauptobjekt, also die Polarlichter, ein bisschen mehr ins Zentrum der Aufmerksamkeit noch gerückt. Das gefällt mir so schon ganz gut. So, dann gehen wir mal als Nächstes in die HSL-Tabelle rein und jetzt könnten wir uns hier nochmal so ein bisschen mit dem Grün und mit dem Blau beschäftigen. Das heißt, hier von der Sättigung her gefällt mir das Grün eigentlich schon richtig gut. Da würde ich gar nicht so viel machen. In der Luminanz könnte man überlegen, ob man das noch ein bisschen abdunkelt. Ja, gerade ich gucke immer hier auf diesen Streifen, weil der relativ hell ist. Hier unten ist es perfekt, aber hier oben, da könnte man es noch so ein bisschen abdunkeln. Deswegen jetzt hier die Luminanz von dem Grün mal noch so ein kleines bisschen weiter nach unten. So auf minus 20 ungefähr. Bei den Blauwerten, ja, da siehst du jetzt auch, guck mal gerade auf den Himmel, ne, der Unterschied. Also man kann hier die Sterne damit noch mal so ein bisschen betonen. Das würde ich jetzt auch ein bisschen machen, deswegen drehe ich mal das Blau ein bisschen weiter hier nach oben auf plus 40 ungefähr. Genauso können wir jetzt hier nochmal in der Sättigung gucken. Ja, also ich würde das jetzt nicht großartig mehr sättigen, das Blau, das passt schon soweit. Wenn du es zu blau machst, dann sieht es auch irgendwann unrealistisch aus, aber ich denke mal, so in der Form gefällt mir das. Was ich noch vergessen habe, die Profilkorrektur mal zu aktivieren. Ja, man sieht jetzt auch, wird gleich sehr viel heller am Rand,
Das können wir gleich nochmal ein bisschen zurücksetzen. Ich würde da unter Effekten also eine kleine Vignette mit reinbauen. So ein kleines bisschen, dass der Rand wieder ein bisschen dunkler wird, damit wir hier wirklich das Hauptelement hier in der Mitte drin haben. Das sieht auch schon soweit mal ganz gut aus. Vom Bildausschnitt gefällt es mir auch gut. Details, Schärfen, ist immer so eine Sache. Wir haben jetzt hier ISO 1600, wenn ich mal weiter reinzoome ins Bild. Also es rauscht nicht doll, das Bild, das ist alles vollkommen okay. Das heißt, man kann es durchaus ein bisschen schärfen. Ich würde es jetzt nicht ganz so doll schärfen wie normalerweise, wenn ich ein Bild mit ISO 100 geschossen habe. Ich nehme jetzt hier auch den Radius mal noch so ein bisschen raus. Das heißt, es ist eine sehr feine Schärfe. Und mit gedrückter Optionstaste maskiere ich das Ganze auch, dass wir jetzt wirklich hier nur die Sterne und hier die Ränder von dem Polarlicht und so weiter geschärft haben. So, jetzt ist es hier unten fast ein bisschen hell geworden, finde ich. Deswegen würde ich jetzt die Belichtung doch wieder ein bisschen runterdrehen. Ja, ist jetzt immer so ein bisschen hin und her, aber ich denke mal so, dass wir die Belichtung doch bei 0 lassen, passt es eigentlich ganz gut. Und den Kontrast ein kleines bisschen jetzt noch rein, so auf plus 10. Und damit haben wir doch eigentlich schon ein ziemlich cooles Ergebnis, wie ich finde. Von hier nach hier, ne, sind eigentlich nur so ein paar kleine Farbanpassungen. Und wie gesagt, der Bildausschnitt, der ist ganz wichtig. Den, finde ich, das macht es schon nochmal im Bild ein bisschen was aus, dass man da das Ganze so ein bisschen mehr auf das Hauptmotiv des Bildes eigentlich lenkt. Und wenn du vielleicht noch ein Bild hast, wo du hier ein bisschen weiter nach unten den Ausschnitt hast, das wäre natürlich optimal, weil dann hat man wirklich die komplette Spiegelung hier drauf. Also die 5 Minuten sind jetzt um und ich muss sagen, Hammerbild. Ich denke mal, ihr könnt gerne auch nochmal in die Kommentare reinschreiben, wie es euch gefällt, ob ihr noch irgendwas anderes gemacht hättet, vorher, nachher. Dann haben wir hier ein Bild, was auch sehr, sehr schön ist. Eine schöne Silhouette haben wir hier mit dem Baum. Ich packe jetzt einfach mal wieder 5 Minuten auf die Uhr, sage, los geht's. Ich glaube, diese Silhouette sollte man auch genauso lassen. Hier geht's eigentlich primär um den Himmel vor allem und um diesen Baum. Also ich würde das jetzt hier im Vordergrund überhaupt nicht aufhellen, sondern da würde ich eher sagen, drehen wir mal das Schwarz hier noch ein kleines bisschen weiter nach unten, vielleicht sogar die Tiefen noch ein bisschen weiter nach unten, dass das hier wirklich eine richtige Silhouette wird. So. Sehr gut. Und jetzt geht es im Prinzip nur noch darum, den Himmel hier so ein bisschen zu bearbeiten. Dafür könnte ich jetzt hier mal einen Verlaufsfilter nehmen. Den ziehe ich jetzt mal von relativ weit unten nach noch weiter unten auf. Und werde jetzt hier mal ein bisschen Kontrast hier rein, das ist schon mal ganz gut. Vielleicht noch so ein kleines bisschen abdunkeln, das ist auch okay. Und dann werde ich mal gucken hier mit den Farbtemperaturen, ob wir das vielleicht doch ein bisschen weiter Richtung Blau hier noch ziehen. So, und das Magenta noch ein bisschen rein. Und jetzt kann man natürlich sagen, hier Bereichsmaske. Da möchte ich mal die dunklen Bildbereiche davon komplett ausschließen. Ja, dann drehe ich das Ganze jetzt hier nach oben. Zack, und dann ist nämlich wirklich nur noch der Himmel davon betroffen und nicht mehr hier das, was im Vordergrund ist. Perfekt. Klicke ich mal wieder auf OK. Das gefällt mir so schon ganz gut. Ich glaube, insgesamt können wir hier die Farbtemperatur noch ein bisschen anheben. Ich kann insgesamt die Belichtung noch ein bisschen nach oben drehen, weil ich finde den Himmel sonst ein bisschen zu dunkel. Und mit den Lichtern, wenn ich die wieder ein bisschen runterstelle, dann haben wir hier eigentlich so das perfekte Bild. Ein bisschen Kontrast kann insgesamt noch mit rein. Und jetzt würde ich mal noch ein bisschen in der HSL-Tabelle und mit dem Color Grading und mit der Farbkalibrierung hier arbeiten. Das heißt, ich kann mal jetzt hier noch die Primärwerte blau ein bisschen rüberziehen. Zack. Und wenn ich hier übrigens die Sättigung von den Primärwerten blau nach oben ziehe, ist immer ein ganz schöner Effekt, da kriegt man insgesamt noch so ein bisschen Pop in das Bild rein. Also das macht das ganze Bild einfach nochmal ein bisschen bunter, will ich sagen, aber nicht auf so eine Art und Weise, wie es jetzt der Sättigungsregler tun würde, sondern auf eine bessere Art und Weise. So, ein bisschen Tonung hier noch rein in die Schatten. Und jetzt können wir mal im Color Grading gucken. Ich würde jetzt tatsächlich mal die dunklen Bildbereiche hier so in ein Blau einfärben. Ne, da haben wir hier oben auch im Himmel so, verstärken wir das Blau nochmal so ein bisschen und die Lichter, die können wir dann stattdessen so schön gegensätzlich dann in so ein tolles Orange reinpacken und dadurch gewinnt der Himmel hier auch nochmal gut an Qualität. So, mich stören extrem diese Sensorflecken, deswegen werde ich die jetzt als erstes mal hier rausnehmen. Ich werde jetzt hier mal den Pinsel ein bisschen kleiner machen und jetzt hier mal über diese Sensorflecken rübermalen, damit die mal rausgehen, weil die irritieren mich jetzt bei der Bildbearbeitung doch schon relativ stark. Nehmen wir die mal raus. Ich weiß nicht, ob wir noch irgendwo welche hatten. Ja, doch, hier ist noch einer. Da ist noch einer. Den nehmen wir auch noch raus. Perfekt.
So. Aber so gefällt mir das Bild schon echt gut, muss ich sagen. Ich weiß gar nicht, ob ich da großartig mehr machen würde. So sah es vorher aus, so sieht es jetzt aus. Ja, einfach im Prinzip den Kontrast ein bisschen verstärkt. Hier sind übrigens noch mehr Sensorflecken. Also, ich würde dir empfehlen, mal deinen Kamerasensor reinigen zu lassen. Da hast du noch schon einige Sensorflecken hier. Und wenn du das bei jedem Bild machen musst, dann geht da natürlich ordentlich Zeit flöten. Von daher, ja, schau mal, dass du vielleicht den Kamerasensor einmal selber reinigst oder mal in die Reinigung gibst. Das wäre schon, denke ich mal, ganz gut. So, was wir auf jeden Fall noch machen können hier, wohl geschärft habe ich schon. Objektivkorrekturen sind auch komplett drin. Das passt eigentlich soweit alles schon. Ich glaube, viel mehr würde ich hier gar nicht machen, ehrlich gesagt. Ich habe zwar jetzt noch eine Minute, aber ich will das Bild jetzt auch nicht überarbeiten, nur weil ich noch Zeit habe. Wisst ihr, was ich meine? Von daher, ich glaube, so würde ich es im Prinzip schon lassen. Man könnte natürlich nochmal vom Bildausschnitt ein bisschen gucken. Ich werde jetzt hier nochmal reingehen. Vielleicht einen kleinen Tick das Ganze hier von der linken Seite rausnehmen. Ja, kleines bisschen so. Aber ansonsten ist das jetzt so das Bild, wie ich es lassen würde. Vorher, nachher, vorher und nachher. Ja, vielen, vielen Dank für eure Einsendung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr könnt, wie gesagt, immer gerne eure Meinung in die Kommentare hauen. Ansonsten, falls ihr mir selber noch RAW-Dateien zuschicken wollt für das Format, dann sehr, sehr gerne. Wie gesagt, das steht auch alles unten in der Videobeschreibung. Das war's mit diesem Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Wenn dem so ist, immer gerne einen Daumen nach oben geben. Und ansonsten, wie gesagt, schreib auch unten gerne in die Kommentare rein, wie es dir gefallen hat. Und du kannst auch gerne mal auf meinem Online-Store vorbeischauen, denn dort kannst du dir Videotrainings zum Thema Lightroom, Photoshop und Lumina holen. Sowohl für Anfänger als auch für Fortgeschrittene ist alles was mit dabei. Schaut da einfach mal vorbei. Würde mich sehr freuen. Und ansonsten sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin jetzt ganz viel Spaß beim Fotografieren und Bildbearbeiten. Ciao.